Online VT, eines der günstigsten Motorräder, die ich jemals gefahren bin. 2.399 Euro kostet sie. Die Frage stellt sich, ist es noch ein Motorrad oder ist es ein Fahrrad? Was kann es? Das und mehr beantworte ich euch heute im Video. Los geht's! Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist Motochecker, eure Motorradvergleichsplattform im Internet. Und ich habe jetzt zwei Geräte. Einmal unsere GPS-Messung, einmal das GPS-Messgerät, Bremstest und GPS-Messung haben wir von ihr gemacht. Aber bevor ich euch das erzähle, erzähle ich euch erstmal, was der Motor drin hat. Los geht's! So Freunde, schon sitze ich auf der VT. Ein Wahnsinnspreisschild, was auf dem Moped draufklebt. Das merkt man auch sofort, wenn man sich an das Motorrad ranbewegt. Also viele silberne Schrauben, nicht alles super akkurat, CBS noch drauf. Aber trotzdem mit einem Einzylinder mit 11 PS nicht ganz untermotorisiert. Einziger Punkt, den man gleich mal sagen muss, ist, es ist kein wassergekühlter Motor, sondern ein luftgekühlter Motor. Wir schauen gleich mal, was schafft sie. 0,80, sie hat einen Topspeed eingetragen mit 95 km/h. Also schauen wir, was dann sozusagen der 0,80er Speed ist. Und Schub. Schub, 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 Schub. Oh, da merkst du gleich, das ist ein bisschen anders. Da geht nicht so viel weiter, aber es wird noch 70. Was sagt GPS-Messgerät? 65. Komm, 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 komm. 70. Ja, jetzt ein bisschen bergab. Unterstütze es. Okay, das war ein Satz mit X, das war zu wenig weit. Müssen wir nochmal von vorne machen. Da reicht die Strecke nicht aus. Einmal probiere ich es noch, da geht ein bisschen bergauf, also nicht ganz fair für das Moped, aber das Leben ist nicht fair, denn ganz ehrlich, schöne Optimalbedingungen kann ja jeder für ein Motorrad schaffen. Die Motorräder müssen auch in den schlechten Bedingungen durchhalten. So, 60, also 60 zieht es gut, 70, laut GPS sind wir noch bei 60, laut Tacho sind wir auf 80, geht sie noch nicht aus, 75. 75, komm, komm! Ja, 23 Sekunden, 0,80 km/h. Okay, ja, dementsprechend auch der Fahrwert. Aber man muss auch sagen, es ist halt einfach ein leichter Motor. Es ist kein krasses Anreißen, kein krasses Drehmoment. Man kann jetzt dazu sagen, es ist ein China-Knaller-Motor. Das merkt man halt auch beim Fahren. Das ist jetzt nichts Specialiges, aber für den Preis komplett in Ordnung. Und das muss man bei solchen Motoren halt auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. So Freunde, 0,80, das schlecht gemessenste Ergebnis in der Geschichte der 0,80-Messungen. 23,163 Sekunden hat sie gebraucht. Man muss bedenken, das schnellste Motorrad war bei 8,93 Sekunden. Sie brauchte insgesamt 368 Meter von 0 auf 80 km/h. Also ein rasendes 125er ist das definitiv nicht. Sie ist zwar völlig A1-konform, mit aber eben nur 11 PS anstatt 15 PS. Das merkt man dann auch schon bei der GPS-Messung. Aber wenn man den Preis im Auge behält, ist es dann wieder okay? Und wenn ich da auch schon unterwegs bin, hätte ich gesagt, sprechen wir auch gleich über das Fahrwerk. Denn ganz klar, wir haben ja noch eine Teleskopgabel, nicht einstellbar natürlich. Wir haben hier nicht super straffes Fahrwerk, aber es ist agil genug, dass wir leicht und wendig unterwegs sein können, weil, Achtung, die Sitzhöhe so niedrig drauf ist, dass hier jeder runterkommt. Ich bin aber fast zu groß für das Motorrad. 1,80, 1,83, schaut, wo meine Knie sind. Das sieht schon ein bisschen lustig aus. Ich bin vielleicht ein bisschen zu groß für das Motorrad. Also wenn du kleiner bist, wirst du da, glaube ich, mehr Spaß dran haben. Was ich mir mal lustig vorstellen würde, mit solchen Motorrädern irgendwie einen Cup fahren oder so, irgendwie auf einer Kartstrecke oder so, einfach 10 Mopeds nehmen und einen kleinen Cup veranstalten. Ich muss mal echt mit der Firma Leb sprechen, ob die uns nicht einfach mal einen Cup veranstalten lassen, mit einer kleinen Startgebühr für jeden, und dann machen wir eine Cup-Ausfahrt. Keine Ahnung, das wäre irgendwie, also so einen kleinen Mini-Cup mit solchen kleinen, günstigen Motorrädern. Das wäre ziemlich witzig. Egal, ich schreibe ab, wir marschieren einmal um die Mopeden rum und ich zeige euch die VT. VT Walkaround.
Was kann man draufschrauben, wenn man 2.399 Euro ausgibt? Naja, eigentlich gar nicht mal so wenig. Wir haben einen konventionellen Scheinwerfer, konventionelle Blinker, eine Teleskopgabel, wir haben einen Tank, seitlichen Zündschluss, keine Lenkersperre, soweit ich das gesehen habe. Doch, wir haben eine Lenkersperre. Komm mal hierher. Wir haben hier unten, ganz versteckt, haben wir dann eine Lenkersperre theoretisch auch. Da sieht man auch, der Riegel schiebt sich dann da rein. Und dann sind wir da drinnen und haben sogar eine Lenkersperre. Das wundert mich. ABS sieht man auch immer sehr schön. Wir haben hier keinen ABS, eine ganz normale klassische Bremse. Nicht super scharf, aber auf der anderen Seite, wenn man sich die Bremstests angeschaut hat, lustig eigentlich. Wir haben hier sogar noch einen Kickstarter drauf verbaut. Also man kann sie im Notfall auch ankicken, wenn der E-Starter nicht mehr funktioniert. Hinten natürlich Auspuff. Man merkt halt hier bei den Schrauben, das ist halt alles so ein bisschen silbrig. Das ist halt alles nicht Matching Colors, hätte ich jetzt mal blöd gesagt. Aber es ist komplett in Ordnung für den Preis. Auch hier nochmal das Auspuffblech, der ist noch ein bisschen verkleidet. Sieht nochmal ein bisschen hübscher aus. Ein Federbein haben wir auf der Seite und ein zweites Federbein haben wir dann auch hier drüben. Genau. Hinten, glaube ich, ist es auch noch konventionelle Lichter. Jep. Kennzeichenhalter ist besser gelöst als bei so manch anderen Mopeds. Der ist nicht so brachial. Man kann aber, glaube ich, das Kennzeichen auch irgendwie umbauen, dass es hier drauf geht, weil hier unten könnte man es auch anschrauben, wenn man es ein bisschen anders haben möchte. Sitzbankerl ist super angenehm. Es passen zwei Leute drauf. Das heißt, ich kann mich hier hinten drauf sitzen, hier festhalten, seitlich. Vorne habe ich genug Spielraum, dass ich auch mit meiner großen Größe noch einigermaßen entspannt drauf sitzen kann. Wenn man hier rüber geht zum Ständer, muss man dann sagen, da merkt man halt wieder, dass es so ein bisschen Baukastenprinzip aus verschiedenen Modellen zusammengebaut wurde. Ein Chromständer jetzt, der irgendwie gar nicht reinpasst ins Bild. Ist okay, sollen sie machen, was sie wollen. Finde ich nur witzig. Tank ist klassisch Metalltank, auch kein Problem. Blinker habe ich, glaube ich, im Video eh schon einmal kurz erwähnt. Man sieht es eh hier. Das ist wie bei Harley Davidson, rechts und links zu blinken. Eigentlich ziemlich funny. Die Griffe sind ehrlich gesagt ziemlich crappy. Da merkt man diese Cheapness so ein bisschen. Also das greift sich nicht super fancy an. Da vorne auch hier Plastik, Metall gemischt, ein bisschen unterschiedliche Farbgebung. Das merkt man auch sofort gleich. Aber das ist alles meckern auf hohem Niveau. Denkt bitte immer, wenn ich das sage, es ist ein 2300 Euro Motorrad. Was sollst du haben? Nagelneu. Ja, man sieht es sehr reduziert, sehr basisch sozusagen. Aber alles drauf, was drauf sein soll, wenn es jetzt noch ein bisschen schneller gehen würde, wäre es wahrscheinlich dann eine echte Option. Oder was meint ihr? So Freunde, jetzt aus dem Walkaround zurück geht es natürlich dann um Kupplung und Bremse. Und bei der Kupplung und bei der Bremse kann man mal zwei Dinge sagen. Grundsätzlich mal haben wir bei der Bremse CBS, das heißt kein ABS. Schade, ist aber beim Preis okay. Und wir haben eine leichtgängige Kupplung, 6-Gang-Getriebe, alles in Ordnung, alles cool. Was ich ein bisschen schwach finde, ist, dass die Bremse etwas zart funktioniert. Ich beschleunige jetzt mal kurz rauf und dann machen wir gleich wieder einen Bremstest. Ich will nur auf der Geraden sein. Hinter mir ist auch kein Auto. Wir müssen ein bisschen langsam werden, dass wir nicht zu schnell sind. Und dann ankern wir voll rein. Und dann merkt man schon, es holt natürlich durchs ABS das Hinterrad auch gleich aus. Überraschung, Bremsmessung. 1,864 Sekunden hat sie gebraucht und gerade einmal 13 Meter von 50 auf 0 km/h. Das ist erstaunlich gut, obwohl wir hier nur CBS und kein ABS verbaut haben. Wahnsinn eigentlich, oder? Ja, ansonsten haben wir natürlich ein ganz normales Tacho-Element mit Drehzahlanzeige, Tankanzeige, Licht, Neutralganganzeige sogar, Kilometeranzeige habe ich eh schon erwähnt. Die Blinker sind ein bisschen lustig, das ist wie bei Harley Davidson, rechts und links zu blinken. Warum sie das gemacht haben, frag mich bitte nicht, ich finde das ein bisschen dämlich. Aber was soll spannend ist, wir haben einen E-Starter und einen Kickstarter. Das heißt, wir können die Kleine hier auch noch ankicken. Macht es ein bisschen angenehmer, macht es bequemer vor allem. Und das ist eigentlich kein schlechter Punkt. Die VT kann eigentlich zwei Dinge gut. Sie kann ein Bike sein, was für kleine Budgets ausreichend gut funktioniert, dass ich 2 Jahre meinen Spaß habe und danach das sozusagen als Funbike zu Hause stehen bleibt oder man verkauft es für kleines Geld weiter. Der zweite Punkt ist, für kleine Leute ist die VT definitiv eine Option wert. Für 2.399 ist es halt auch einfach echt eine Preiskampfansage. Und da muss man auch sagen, da muss man über einige Dinge hinwegschauen, wie vielleicht nicht die geilste Verarbeitung, nicht die geilste Lackierung, viel Plastik, auch nicht alles Chrom, was glänzt, beziehungsweise alles nicht so super schön, was glänzt. Das Dacho-Element auch okay, aber halt nicht Premium. Und das ist halt
das, was man dann bekommt, you get what you pay for. Wenn ihr was Besseres haben wollt, könnt ihr in der Online-Modellfamilie ja direkt was anderes kaufen, was verarbeitungstechnisch doch nochmal einen Ticken größer und besser ist. Ich rede da nur von der SC zum Beispiel oder von der Pista oder so. Auch für kleine Leute geeignet, aber halt dann doch verarbeitungstechnisch nochmal um eine ganze Ecke besser als die VT. Eigentlich gibt es noch einen dritten Grund, warum man sich die VT kaufen kann. Und der dritte Grund ist in meinen Augen, wenn man einfach was sucht, was man in Renntransporter schmeißen kann, wo man auf der Rennstrecke von einem Zelt zum nächsten Zelt fährt oder was man hinten auf den Camper drauf schnallt, wo es wurscht ist, wenn es in Italien geflattert wird oder in Österreich geflattert wird oder in Deutschland, ist ja komplett egal, dann kann man die VT auf jeden Fall auch nehmen. Ja, Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst nicht, diesen Kanal jetzt